Und da sind wir wieder. Jetzt, nachdem wir endlich diesen scheiß Weg gefunden haben, der hoffentlich richtig ist, wird es weitergehen. Ja, und da ist doch schon unser Freund. Ich denke, gegen den dürfen wir gleich kämpfen und kämpfen. Und deshalb, so, werde ich jetzt erstmal die Uhr stellen. Auf 14 Minuten. Und schmeiß mein Handy weg, falls man es gehört hat. Nein, und dann werde ich erstmal alle heilen hier. Irgendwie. Irgendwann. Technik muss ich natürlich nicht. Status. Du hier. Einmal. Und hier auch. Danke. Und ich denke, jetzt wird ein bisschen Pokémon reinkommen, wenn ich gegen ihn kämpfen muss. 3 gegen 3. Und was sagt ihr? Was? Du willst mich herausfordern? Sorry, ich kämpfe nie gegen Schwächlinge. Aber wenn du wirklich willst, sieg erst gegen Master Tyranno im Tyrannental. Du hast noch nicht gegen Master gekämpft, dann kann ich noch nicht mit dir kämpfen. Das Tyrannental ist nordöstlich von Serious City. Ja. Davor standen wir nämlich auch schon einmal, oder was ist nämlich, davor standen wir einmal. Und, aber da ich noch von früher wusste, dass das ganz schön starke Viecher da drin sind, bin ich nicht reingegangen und ich will natürlich auch, hier von der Quest weiterkommen. Von der Quest, vom Spiel selber weiterkommen. Und das bringt mir natürlich nichts, wenn ich, ja, irgendwo rumdackel, wo ich nicht sein sollte. Ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, wenn ich jetzt sein soll, aber shit happens. Boing. Boing. Tot ist er. Er ist tot. Dann werde ich, glaube ich, werde ich mit Patamon dann, wenn ich auf 10 bin, weitermachen. Oder werde ich mit ihnen, was? Komm. Oder werde ich mit ihnen weitermachen? Ich habe den Weg schon wieder vergessen. Naja, das war's erstmal. Ja, fragt mich nicht, warum ich gerade gesagt habe, das war's erstmal. Los. Dackeln wir los hier. Dieses Ding nordöstlich von Sirius City, glaube ich, war das. Jetzt habe ich wenigstens ein Ziel. Nee, ich habe eben gesagt, das war es erstmal, weil ich dachte, ich bekomme Besuch, weil oder es ist jemand nach Hause gekommen, weil ich auf dem Flur Geräusche gehört habe. So, das Merkwürdige ist jetzt, ich bin eigentlich alleine zu Hause, in der ganzen Wohnung ist Licht aus und ich bin eben aus meiner Tür raus, also ich habe schon zugehabt, deshalb wusste ich nicht genau, ob das jemand ist oder nicht. Licht ist an und keiner ist da. Hm, fragwürdig, ich weiß. Aber naja, kann ich jetzt wohl nichts machen. Vielleicht, ich habe letztes Paranormal Activity 3 geguckt. Ich bin ein riesiger Fan der Serie, der Reihe. Und mir beziehungsweise uns ist aufgefallen, egal wie schlau, wie stark und so weiter und so fort dieser Dämon ist, er kann keine Türen aufmachen. Sobald die Tür zu ist, er ist ja eigentlich überstark, dieses Viech. Sobald diese Tür zu ist, kann er sie nicht kaputt machen oder auch nicht aufmachen. Der haut dagegen und das war's. Erklär mir das mal einer, bitte. Von daher, vielleicht war das ja ein Trick. Vielleicht ist er jetzt ja direkt neben mir, der Tobi. Also, so hieß der im dritten Teil. Also, der Dämon, der sie bis jetzt jedenfalls tyrannisiert. Was ich natürlich nicht hoffe. Ich habe jetzt gerade eine richtig schöne Gänsehaut, was hier auf einmal so richtig schön kalt im Zimmer ist. Nein. Ist er fett zu Hause? Keine Ahnung. Sehe ich nicht. Da brauche ich schon keine Angst haben. Dann furze ich einmal. Ha, dann haut er ab.
Okay, das war jetzt schlecht, aber was will man machen? Tretwald. Gisamon. Boing. Und steht er wieder auf? Ne. Ja, noch zwei Level mit ihm. Ne, ich denke, ich werde wohl gleich mit Patamon weitermachen, weil er ist ja leider der Schwächste und es wäre ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich jetzt alle anderen auf 15 mache. Die dann, und dann bin ich in einem Bereich, wo mein Angemon nichts mehr ausrichten kann. Oh ja, an dich habe ich noch eine Erinnerung. Schlechte Erinnerung. Böböm, habe nix. Schön. Ja, der ist jetzt auf 7. Der levelt also sehr langsam. Relativ langsam. Und ich bin jetzt in der im Tyrannental. Ja, das ist doch schön. Hier wollte ich auch hin. Jetzt kann man nur hoffen, dass ich den richtigen Weg nehme und nicht wieder verzweifle wie eben gerade. Und dann wieder fünf Parts, hier ist beinahe gesagt. Auf 8. Dass ich dann wieder fünf Parts hin und her laufe und rummecker, dass es da gar keinen Weg gibt. Hier kommen noch gar keine Monster gerade. Ah, ich denke mal, ihn darf ich gleich besiegen. Einmal speichern, dann Technik. Ach, muss ich überhaupt heilen? Nee, ne? Ah, doch. So. Und dann speichere ich nochmal. Ich muss ja dazu sagen, ich bin wirklich einer der... Das habe ich jetzt von Oblivion, der alle 5 Minuten speichert, wenn es geht. Master Tyrann, Tyrann, ein Herausforderer. Master Tyranno, kämpfe mit mir. Klar, hab eben gegessen und bin sehr stark. Komm nur, so weiß ich, wie stark ich bin. Ganz schön optimistisch, Kleiner. Das allein reicht aber nicht aus, um mich zu schlagen. Ja, wollen wir mal hoffen, dass ich das schon so schaffe. Ansonsten, wie gesagt, ich habe noch die DNA-Digitation, die ich euch noch, glaube ich, gar... Nee, was heißt glaube ich? Ich habe sie euch noch gar nicht gezeigt. Komm, hier gehen wir gleich auf Volles. Oh, schön. Wir nutzen auch Spezialattacken. Ja, und ich bin dafür, ich zeige euch mal die DNA-Diktation mit Growmon. Was ich sehr lustig finde, weil einerseits passt die, andererseits aber auch gar nicht. Ah, na, guckt's euch an. Ja. Ich glaube, ich darf nochmal trainieren, bis ich nochmal gegen Master Tyrannomon kämpfe. Aber warum habe ich gerade so riesige Frame-Einbrüche? Nein, nein, nein! Ach komm schon, das wollte ich doch gar nicht. Ja, ich darf gleich. Was ist denn das hier auf einmal mit den Frames? Angemon, tauschen. Small Health. Oh, das wollte ich gar nicht an dir. Ich dachte, ich kann da noch aussuchen. Kein Effekt, ja. Das habe ich mir schon irgendwie so gedacht. Puh.
Ich will ihn heilen, dann geht das. Ja egal, dann tauschen wir mal eben schnell und dann gucken wir, ob ich im Kampf auch heilen kann. Na, geht nicht. Scheiße. Dann werden wir eine Powerladung einsetzen. Denn solange Master Tyrannomon keine Superattacke, sag ich mal, seine Spezialattacke einsetzt, dann ist alles klar. Okay, das wird jetzt nicht oft gehen, mein Lightning Slash, weil ich habe durch die DNA-Digitation, die nichts gebracht hat, sehr viel meiner Mana-Punkte ausgehauen habe. So, die Attacke sollte jetzt nicht sein. Hätte nicht sein müssen. Wie viel? Ja, ich überlebe den nächsten Angriff, wenn er auf jeden Fall, auch wenn es ganz knapp wird. Oder? Überlebe ich ihn? Ja. Das ist, ja. Sehr knapp. Jetzt kommt auf jeden Fall ein Besuch. Ich muss dann doch leider mit dem Kampf aufhören. Tut mir leid. So, ich werde das jetzt doch noch beenden. Also den Kampf und danach bin ich aber für diesen Part weg. So, und darauf habe ich gewartet, dass er explodiert. Mal gucken, was ist seine nächste Digitation, seine Ultra-Digitation. Oh, ein Humanoide. Ein Eismann. Eine Zyklon-Turbine. Ja, Aufstieg verboten. 148 mal 3. Okay, auf was ist denn das bezogen jetzt der Schaden? Keine Ahnung. Ja, er ist dann mit Level 8, Level 11. Ohne was gemacht zu haben. Darf ich ja. Wow, Kid, du bist gar nicht so schlecht. Zur Belohnung gebe ich dir dies. Super, ich habe die alte Klaue. Bring das zum Serium da. Dann wird er mit dir kämpfen. Danke, Master Tyranno. Serium ist knallhart, sei auf der Hut. Was? So, damit beende ich jetzt aber auch wirklich diesen Part. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ach, und ich werde wohl noch ein bisschen trainieren gehen. Also nicht wundern, wenn die Level wieder ein bisschen anders sind. Aber das will ich euch nicht antun, weil das ist wirklich ein bisschen nervig und langweilig und so. Bis dann jetzt aber wirklich.